Ja, schönen guten Abend auch nochmal von mir. Meine Damen und Herren, Unternehmer, vor allem wenn sie jung, innovativ und erfolgreich sind, gelten als die Helden unserer Zeit. Und das zu Recht. Ohne diese jungen Leute, die sich was trauen, etwas Neues, Unerprobtes aufzubauen, gäbe es unseren Wohlstand gar nicht. Darum genießen Typen wie Steve Jobs und Mark Zuckerberg Weltruhm. Und darum ist die Arbeit an und bei einem Start-up-Unternehmen der große Traum von Millionen. Insofern ist es nicht falsch, wenn die Geschichten über diese Erfolgsmenschen breiten Raum in unseren Medien einnehmen. Das spornt andere an, es ihnen gleich zu tun, selber etwas Ähnliches zu versuchen. Doch die verbreitete Heldenverehrung für die erfolgreichen Jungunternehmer und Unternehmerinnen hat bei vielen Wirtschaftsjournalisten leider eine üble Nebenwirkung. Sie geben alle kritische Distanz auf und vergessen ihre eigentliche Aufgabe. Sie gucken nicht mehr genau hin, mit welchen Methoden da eigentlich gearbeitet wird. Und so bleibt dann meist verschwiegen, dass die Start-up-Stars, die gerade hier in Berlin so gern gefeiert werden, allzu oft den Idealismus ihrer jungen Angestellten hemmungslos ausnutzen und ausbeuten. Auch die Tatsache, dass die Geber von Venture-Kapital mit ihrem extremen Druck auf schnelle Rendite die Kreativität der Erfinderunternehmer eher schaden als nutzen, als fördern, wird kaum je erwähnt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute einen jungen Kollegen auszeichnen dürfen, der von diesem Verlust an Kritikfähigkeit gefeit ist. Das hat Jonas Rest mit seinem Report über den Konzern Rocket Internet und dessen Eigentümer, die Samwer-Brüder, bewiesen. Mit seiner Geschichte über die Klonkrieger, wie er sie nannte, zeigt Rest, wie wichtig es ist, wirklich hinzugucken und genau hinzuhören, gerade wenn die Akteure mit allen Mitteln versuchen, die dunkle Seite ihres Geschäfts zu verbergen. Dass Oliver Samwer und seine Brüder das Kopieren von erfolgreichen Geschäftsmodellen ihrerseits zum Geschäftsmodell gemacht haben, also mitten in Berlin eine Art, ein Stück chinesischen Hardcore-Kapitalismus betreiben, das war schon lange bekannt. Aber Jonas Rest ist es gelungen, und zwar sehr gut gelungen, auch die zugehörige Denke und Mentalität dieser jungen Milliardäre und ihrer Adepten einzufangen und zu beschreiben. Und das gelingt ihm ganz ohne Zeigefinger und Schaum vom Mund. Stattdessen lässt er einfach die Leute selber sprechen. Da fabulierte dann etwa Oliver Samwer von einer Blitzkrieg-Invasion. Mit den Worten, wir müssen die Aggressivsten sein, so aggressiv, dass alle Konkurrenten überrascht sind, weil sie sich nicht vorstellen können, dass wir so aggressiv sind. Für die Formulierung hat Herr Samwer sich später entschuldigt, berichtet Rest pflichtgemäß, aber schon im nächsten Absatz zitiert er Samwer mit dem Spruch, ja, es habe Kollateralschäden gegeben, aber entscheidend sei gewesen, wir haben gewonnen. Und unüberlesbar wird, dass Samwers Militärmetaphorik eben kein einmaliger Ausrutscher war. An anderer Stelle kündet dann der gerade erst 32 Jahre alte Geschäftsführer des Firmengeflechts, ein Mann, der Macht über rund 20.000 Menschen hat, man muss immer paranoid bleiben. So wie es sein Chef Oliver Samwer schon in seiner Abschlussarbeit über die Startups im Silicon Valley verkündet hatte, nur die Paranoiden überleben. Das hat dann so gar nichts mehr mit der Romantik vom Erfinderunternehmer zu tun und offenbart, dass auch dieser scheinbar gute Teil unserer Marktgesellschaft längst seine eigenen Perversionen hervorgebracht hat. Da wird das Unternehmertum mit militärischen Gewaltfantasien genährt und die organisierte Gier der Finanzinvestoren degradiert Menschen zur verfügbaren Masse. Und dazu passt dann auch diese Tatsache, die Jonas Rest ganz nüchtern beobachtet, Zitat, es ist eine reine Männerriege, die Oliver Samwer um sich versammelt hat, unter den 48 Managing Directors und International Experts, die das Unternehmen aufführt, findet sich keine einzige Frau. Die meisten sind frühere Unternehmensberater oder ehemalige Investmentbanker, Manager, die sich bei McKinsey oder Goldman Sachs daran gewöhnt haben, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten, junge Männer mit makellosen Lebensläufen, zielstrebig und hypereffizient. Ich muss zugeben, bei solchen Sätzen überkommt mich das Gruseln und ich kann nur beten, dass meine Söhne niemals in diese Mühle geraten. Aber es ist wichtig, dass jemand das aufschreibt, damit eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesen Aufsteigern auf der dunklen Seite der Macht überhaupt möglich wird. Um so gegen den Strich zu schreiben, gerade zu einer Zeit, wo in Berlin der Start-up-Kult völlig unkritisch betrieben wird,
bedarf es genauso viel Mut, wie ihn die gefeierten Jungunternehmer brauchen. Darum, lieber Kollege Rest, dieser Preis ist gut verdient. Bitte behalten Sie Ihren kritischen Geist bei. Ein Newcomer sind Sie ab sofort aber nicht mehr. Dankeschön. Rest, kommen Sie zu uns auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie noch zu mir, doch bitte. Herr Schumann hat es schon gesagt, an Ihrem Artikel beeindruckt vor allem die Beschreibung, wie seelenlos, wie emotionslos da Geld gemacht wird, nur um des Geldmachens willen. Ist es auch das, was Sie gereizt hat, diesen Artikel zu schreiben und zu recherchieren, oder war es was anderes? Also was mich gereizt hat, war eigentlich, dass als ich in Berlin mich mit der Startup-Szene beschäftigt habe, ich gemerkt habe, dass eigentlich hinter quasi gefühlt jedem dritten Unternehmen auf einmal Rocket Internet steht. Und wenn man dann sieht, dass es nicht nur in Berlin ist, sondern auch noch in Nigeria oder Bangladesch und so weiter, dass halt dann ganz neue Form, neuer Typ von Firma eigentlich entsteht, die also ich auch bis heute ehrlich gesagt schwer zu wirklich zu fassen finde, weil das, glaube ich, ist eine Sache, die es so einfach bisher noch nicht gegeben hat. Ich bin ja mal wieder froh gewesen, als ich es gelesen habe, dass ich keinen Schuhtick habe, denn auch Zalando, ja ein wirklich absolut gängiges Schuhkauf-Online-Portal, gehört zu den Samba-Brüdern, Groupon, auch das hat der ein oder andere vielleicht schon genutzt. Sind wir am Ende vielleicht alle schon Samba-Kunden? Unterstützen Sie beim Geldverdienen, ohne es zu wissen? Naja, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber gut, ich meine, es gibt auch noch ein paar andere Unternehmen, es ist jetzt auch nicht so, dass sie die ganze Online-Welt regieren würden. Wie einfach oder schwer war es, diesen Artikel unterzubringen? Sie werden ja als Newcomer ausgezeichnet, auch wenn Sie es ab jetzt nicht mehr sind, sagt Herr Schumann. Aber wie ist das, wenn Sie ankommen und sagen, hier, ich habe eine tolle Story, leicht zu veröffentlichen? Oder? Naja, also ich muss sagen, ich habe den Artikel geschrieben, als ich Volontär war bei der Berliner Zeitung. Und also da wurde ich wirklich sehr gut unterstützt dabei. Also weil es ging hat insgesamt, glaube ich, ein halbes bis dreiviertel Jahr hat es gedauert, also auch über mehr Ressorts hinweg. Man wechselte alle zwei Monate oder drei Monate das Ressort und das war, und ich hatte sozusagen immer auch die Zeit dafür, das zu machen. Gibt es schon eine neue Geschichte, auf die wir uns freuen können? Ja, oder ist das noch nicht spruchreif? Ja, also so konkret ist es noch nicht. Es ist also was im Anstiche. Wir freuen uns drauf. Jonas Rest ist unser Newcomer des Jahres. Vielen Dank.